Ruffini-Haus treffen sich gerade Künstler, Kreative und Tech-Startups, um sich auszutauschen, aber auch einfach nur zu arbeiten. Ermöglicht wird das Ganze vom Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt München. Und ich nehme euch heute mal mit, um euch zu zeigen, wie es denn in dem Haus zugeht und lad euch ein, vorbeizukommen. Los geht's! Also Ruffini-Haus ein idealer Anknüpfungspunkt, diesen Auftrag zu erfüllen, sprich alle kreativen Teilmärkte zusammen mit den Tech-Startups an einem Ort sichtbar werden zu lassen. Und es ist unglaublich schön zu sehen, dass es endlich mal gelungen ist. Wir von der Unternehmertum haben auch zwei eigene Räume hier im Haus. Die nutzen wir fürs Networking von Startups untereinander, die 7 Startups, die wir mitgebracht haben. Gleichzeitig aber auch Networking zwischen den Startups und den Künstlern und Kreativen hier im Haus. Schauen wir mal, was hier abgeht. Hey! Alles klar, jetzt zeigen wir euch mal die Startups, die wir mitgebracht haben. Als erstes gehen wir mal bei InnoSport nachschauen. Und vielleicht erzählen die uns ja, was die hier Feines machen. Hallo! Hi! Na, alles klar? Wir sind hier ins Ruffini-Haus über die Unternehmertum reingekommen und was wir im Ruffini-Haus einfach sehr schätzen ist, die Zusammenarbeit und der Umgang mit den Menschen aller Art, kreativen Leuten, mit denen man sich regelmäßig austauschen kann und dass auch regelmäßige Events stattfinden, wo man einfach mit Leuten zusammenkommen kann, sich austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Hey, willkommen bei Order. Hi. Hey. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Janis von Order und im letzten Jahr haben wir die Order-App hier in München entwickelt. Order ist eine App, mit der man in Bars, Restaurants, Clubs und Hotels über das eigene Smartphone bestellen und bezahlen kann, ohne zu warten. Ja, hier im Ruffini-Haus fühlen wir uns richtig wohl. Wir sind direkt ganz nah an der Startup-Szene, an der Kreativszene von München, aber auch bei unseren Kunden hier am Marienplatz. Ja, probiert die App aus. Wir würden uns über Feedback freuen. Das heißt, ladet sie runter, probiert's aus, geht was Leckeres essen. Ist besser so. Ciao. Ciao, ciao.